Leute, willkommen zurück bei German Motors and Engineering. Wir haben heute einen weißen Ram fertiggestellt, den wir vor Auslieferung an den Gentleman, dem das Ganze gehört, euch nochmal im Detail vorstellen wollten. Da viele Autos mittlerweile dazu neigen, alles in Wagenfarbe zu haben oder schwarz, finde ich den mal recht abwechslungsreich, weil er wieder mal ein bisschen Chrom mit sich herumführt, was eigentlich in der Kombination mit Weiß und Schwarz ganz schön schick wirkt, finde ich. Wir haben das gute Stück mit einem Fox-Fahrwerk um 15 cm höher gelegt, nur übers Fahrwerk, und weitere 5 cm kommen ungefähr über die Reifen. Dann haben wir nochmal 4 cm Distanzen zwischen Leiterrahmen und Karosserie reingebaut, wodurch wir ungefähr auf eine Gesamthöherlegung von so zwischen 23, 24 cm kommen. Am besten, schaut mal da, kann man das Ganze durch den Radkasten so ein bisschen mal sich vor Augen führen. Das Fox-Fahrwerk besteht aus längeren Federbeinen, die auch mit dem Gewinde verstellbar sind. Die haben hier oben einen schönen Ölbehälter dran, wo das Öl, wenn das Ganze einfedert, reinschießt und wieder zurückkommt, sodass man einfach ein größeres Ölvolumen hat und das Gaspolster, was man braucht, sich nicht im Dämpfer befindet, sondern in den Ausgleichsbehälter hier oben. Die oberen Querlenker sind verstärkt. Man hätte auch normale, serienmäßige Querlenker lassen können, aber wenn man es schon macht, dann an der Stelle halt eben richtig. So ein Höherlegungsfahrwerk funktioniert ja so, dass man nicht einfach nur längere Federbeine einbaut und dadurch das Auto höher legt, wodurch die Querlenker schräg stehen, sondern wir bauen noch neue Hilfsrahmen ein und dann steht die ganze Achsgeometrie wieder schön gerade. Auch das Differential kommt tiefer. Also es wird wirklich alles unten drunter verändert, sodass man am Ende nicht nur ein höheres Auto hat, sondern auch noch ein höheres Auto mit dem schönen gleichmäßigen Fahrverhalten, wie es das Serienauto mit sich bringt. Die Reifen sind zwar grob, aber wir haben ein Profil gewählt von Cooper, was aufgrund seiner Profilstruktur trotzdem relativ leise ist. Also man muss sich nicht anschreien im Auto, man hört den Reifen zwar unterschwellig ein bisschen beim Fahren so ein bisschen singen, aber das ist jetzt nicht extrem, sondern man merkt, dass er da ist, aber man fühlt sich nicht gestört dadurch. Was haben wir noch gemacht? Wir haben das Ganze breiter gemacht, weil die Reifen ja nicht nur so breit sind wie die Originalen, sondern aufgrund dessen, dass wir eine 12er Felge haben und einen 12,5er Reifen, die Spur verbreitern auf über 2 Meter Spurbreite, weil legst du ein Auto höher, kommt auch der ganze Schwerpunkt höher und dann hat man das Gefühl in der Kurve, dass sich die Kippneigung erhöht, aber mit einer breiteren Spur kompensiert man das Ganze wieder einwandfrei, sodass man dann trotz des höheren Schwerpunkts immer noch dasselbe Fahrverhalten hat. Man will ja auch reinkommen in das Auto, also gibt es Trittbretter, die automatisch ein- und ausfahren und beleuchtet sind. Die originalen Trittbretter könnte man zwar auch dran lassen, aber die fahren nicht so schön tief runter wie die. Man müsste also den Fuß auf die Original-Trittbretter höher legen und ohne die originalen Rohre hier unten dran wirkt das Ganze noch ein bisschen schnittiger und vor allen Dingen aufgeräumter. Und Tuning lebt ja davon, dass man nicht alles Mögliche dran baut, was man findet an so einem Auto, sondern dass man das Auto aufs Wesentliche reduziert, sodass im Endeffekt der Charakter von dem Auto hervorgehoben wird. Und der Ram, jetzt so wie er hier steht, finde ich, müsste genauso vom Werk, vom Band rollen, weil das ist einfach so, wie so ein Auto hingehört. Stellst du den originalen Ram daneben, dann ist es irgendwie langweilig. Aber das ist der Charakter von so einem Ding. Klappenauspuff hat er noch, den werden wir uns nachher mal draußen anhören, wenn wir fahren. Der ist erstens aus Edelstahl, hat also das ewige Leben und er ist im leisen Zustand leiser als das Serienpendant und im lauten Zustand lässt er richtig schön den V8 und all seine Zylinder nach außen dringen. Also ihr werdet mit so einem Auspuff wirklich euren Spaß haben. Ich habe mal den Frontraum, den wir noch gebaut haben, hier mal im 3D mal aufgerufen. Der besteht aus einem Hilfsrahmen, aus einem Kasten, der vor die Achse geschraubt wird, weil wir brauchen ja irgendwo Anschraubpunkte für unseren Frontrammer. Und der eigentliche Frontrammbügel, der vorne dran ist, ist mit Längslöchern gelagert, sodass man im Fall eines Unfalls sich nicht den Rahmen unten staucht, sondern dass erstmal der Bügel reingleiten kann und dabei ein bisschen Energie abbauen kann, bevor es dann dazu kommt, dass irgendwo Kräfte oder erhöhte Kräfte auf die Rahmenteile wirken. Das Teil besteht aus gelasertem und geschweißtem Stahl. Danach wurde es noch pulverbeschichtet. Hier unten drunter ist der angesprochene
die angesprochene Skidplate, also dieser Kasten, den wir noch unten drunter gebaut haben, damit, wenn man mal auf dem Hindernis drauf fährt, dass das Hindernis nicht da unten gegen die Achse knallt, die ja normalerweise im senkrechten Winkel nach unten stehen würde, sondern man hat hier eine schöne Schräge, die einen großen Brocken, den man überfährt, erstmal unter das Auto ableitet. Und klar, das Ding hat hinterher Kratzer und vielleicht auch eine Delle drin, aber immer noch besser, als wenn man sich feste Teile vom Hilfsrahmen verbogen hätte. Auf den Frontrahmen kommen jetzt hier noch Gummis drauf, damit das Ganze keine scharfen Kanten hat. Und man könnte sogar damit, so wie es die Behörden machen in den Staaten drüben, Autos aus dem Weg schubsen, wenn man müsste. Aber natürlich macht man das nicht, weil man will ja keinem fremden Auto den Kratzer verpassen. Wobei es mit dem Gummi natürlich eventuell auch keinen Kratzer gibt, wer weiß. Na egal. Wir haben hinten einen Ersatzradträger montiert, weil das gute Stück läuft ja nicht auf Benzin, sondern wir haben eine LPG-Gasanlage eingebaut. Damit verbessert sich ja nicht nur die Umweltbilanz von unserem Auto, weil durch den erhöhten Wasserstoffanteil, der in so einem Gas drin ist, im Vergleich zu Benzin, hat das Auto ja weniger CO2-Ausstoß und es kommt eigentlich ein größerer Anteil an Wasserdampf hinten aus dem Auspuff raus. Also die Endrohre von unserem Auto bleiben, wenn man den auf Gas fährt, wirklich lange, lange Zeit einfach nur Silber. Die verrußen innen drin nicht, weil das Gas ja mit so einer blauen Flamme abbrennt und viel, viel umweltfreundlicher und vor allen Dingen auch geldfreundlicher das Auto fahren lässt. Weil Gas kostet ja um die 60 Cent momentan jetzt im Jahr 2021. Und wenn du mal rechnest, Super Plus oder Super mit 1,30 Euro, 1,40 Euro oder teilweise noch mehr, dann kostet der Gas gerade mal die Hälfte. Das Auto verbraucht aber nur minimal mehr Gas als wie Benzin. Also fährst du so einen Pickup-Truck ungefähr so mit 11, 12 Euro pro 100 Kilometer. Je nachdem, wie schnell man fährt, wie groß man ihn aufbaut, weil der Verbrauch steigt ja auch ein bisschen. Machst du das Auto breiter, hast du mehr Luftwiderstand, die gröberen Reifen rollen ein bisschen schwerer ab, also hast du auch ein bisschen mehr Verbrauch. Aber mit so einer Gasanlage geht es vom Geld her. Normalerweise ist das Ersatzrad ja unter dem Auto drunter, aber da, wo das Ersatzrad ist, befindet sich jetzt dieser große, runde Gastank. Und ein Ersatzrad ist ja manchmal ein bisschen blöd, weil bleibst du liegen, dann musst du einen ADAC rufen oder versuchst mit deinem Pannenkit irgendwie die Reifen wieder aufzupumpen, was bei so Riesenreifen manchmal nicht reicht, der Inhalt von so einem Pannenkit. Also haben wir einen Ersatzradhalter gebaut, der ist da vorne an der Ladebordwand festgeschraubt, wo wir entweder nur ein normales Ersatzrad festkriegen oder ein serienmäßiges Rad oder, wie in dem Falle, ein vollständiges fünftes Ersatzrad. Weil mit einem Ersatzrad in Normalgröße fährst du nicht lange mit so einem Auto. Du hast ja hier ein 35 Zoll Rad, das heißt 35 Zoll Außendurchmesser und das Serienrad hat ungefähr 33 Zoll. Machst du also ein kleines Rad auf die eine Seite drauf und ein großes Rad auf die andere Seite, dann hast du auf der einen Seite mehr Raddrehzahl als auf der anderen. Und das geht nur eine gewisse Zeit lang gut, weil du zerreibst hier innen drin das Differential. Also haben wir bei dem Fahrzeug noch ein vollwertiges fünftes Ersatzrad mitgeliefert und schrauben das da hinten an dem Radträger fest. Und das Coole bei dem Radträger ist, dass sich der Radträger in der Höhe verstellen lässt. Also wir haben hier die Möglichkeit, das Teil in den Langlöchern in der Höhe zu verstellen. Wir haben ihn jetzt schon mal so vorjustiert, dass der genau auf den Durchmesser passt, dass das Rad unten auf dem Boden steht und die Radmitte sich hier befindet. Hat man jetzt einen größeren Reifen drauf, kann man den weiter hoch verstellen oder hat man einen kleineren, kann man den weiter runter verstellen. Und wir können ihn noch für längs verschieben, weil es gibt ja Räder, die sind breiter, manche sind schmaler und das Ziel ist ja, dass sich das Rad sowohl unten abstützt, als auch hier hinten an der Ladebordwand. Also ist das Teil noch in Längsrichtung verstellbar. Und man kann ihn auch für Rams nehmen, der neuen Generation, weil der Ram vom DT-Typ, also was ab 2019 kam, hat 6 Loch. Das ist jetzt, in den drei Positionen sind die Stehbolzen für eine 5-Loch-Anbindung. Und stecke ich die Stehbolzen von hinten in die Löcher rein, dann passt das auf 6-Loch-Felgen. Also das Teil ist nicht nur bezüglich Einpresstiefe des Rades und Durchmesser des Reifens universell, sondern auch noch bezüglich des Lochkreises. Und das Teil schrauben wir jetzt ja schön dran fest und dann findet unser fünftes Rad einen ordentlichen Platz, wo es nicht wegkommt. Macht man das noch mit Radschlössern fest, dann ist sogar der Diebstahl von dem fünften Rad relativ erschwert, weil das Rad deckt ja alle anderen Befestigungsschrauben hier richtig schön ab. Und mit den kleinen Schrauben, das sind M8-Schrauben, könnte man es abschrauben, falls man mal eine Ladeflächenabdeckung montieren will oder den Platz einfach braucht, weil man irgendwann eine große Palette hinten drauf stellt,
Dann kann man mit 4 gelösten Schrauben das Ganze auch abbauen und irgendwo in die Ecke legen und hat keine Platzeinbuße, weil der ist nicht festgeschweißt, sondern nur verschraubt. Hier sehen wir das Teil nochmal. Hier sind die 4 Schrauben. Da ist die Längsverstellbarkeit und mit der Platte kann man es Höhen verstellen. Wenn ihr so ein Teil braucht und habt ein anderes Auto als ein Ram, dann lässt sich der natürlich, weil das ein Laserteil ist, auch in anderen Formen oder mit anderen Lochkreisen bauen. Also sagt uns einfach Bescheid, wenn ihr da Lust drauf habt. Aber jetzt würde ich sagen, steigen wir erstmal ein und fahren mal eine Runde und gucken, wie so ein Auto von innen sich anfühlt, wenn man damit unterwegs ist. So, wir sitzen jetzt drin in dem guten Stück und fahren schon mal. Und wie ihr vielleicht hört, hört man den Auspuff schön kernig klingen. Aber das Reifenabrollgeräusch ist eigentlich auf einem moderaten Niveau. Also man hat ja sowieso ein sehr großes Auto, sitzt relativ weit weg von den Reifen. Die ganze Karosserie ist ja auch gut gedämmt. Und wie gesagt, dieses intelligent angeordnete Profil von dem Reifen führt dazu, dass die Optik schön grob ist, weil das ist auch mit in die Seitenflanke reingezogen, das Profil. Aber also ich zumindest fühle mich jetzt nicht gestört von dem Reifen. Ich höre, dass er da ist, aber wenn du weißt, dass das Geräusch normal ist, dann ist es irgendwann nicht mehr störend, weil dann würde es dich eher stören, wenn das Geräusch weg wäre, weil dann wäre irgendwas kaputt. Deswegen, wenn ihr es mal live hören wollt, kommt einfach mal rum. Wir haben immer so ein paar Pickup-Trucks da und können mal eine Runde Probe fahren und das mal erleben, wie sich so ein Auspuff in echt anhört und vor allen Dingen auch das Abrollgeräusch. Nochmal zum Thema Auspuff. Man kann den Auspuff ja, wenn man den auf leise hat, so leise machen, dass wir sogar weniger Geräuschemissionen haben, als das beim Säenauspuff der Fall ist. Also gerade an alle, die so einen Pickup-Truck nutzen, um damit Holz aus dem Wald zu holen oder vielleicht für die Jäger. Man fährt damit fast so, dass du nur noch vorn den Motor an sich so laufen hörst, aber hinten kommt fast nichts mehr raus. Also man kann damit wirklich auf Schleichfahrt gehen und erschreckt dann auch die Rehe nicht. Also nicht nur für den geneigten V8-Liebhaber ein guter Auspuff, sondern auch für diejenigen, die einfach mal das Auto richtig schön leise machen wollen. Vom Fahrverhalten her, wir haben das Auto zwar um 20, 25 cm höher gelegt und über 2 Meter breit gemacht, aber es macht jetzt nicht, wenn man ein paar Tage lang damit gefahren ist, die Angst, dass du irgendwo nicht durchkommst. Die Reifen sind ja sowieso so hoch, dass jeder Bordstein, den du mitnimmst, die Felge nicht erreicht. Und du hast so riesengroße Außenspiegel, dass nach jeder Kurve man kurz reinguckt, sieht, aha, das war jetzt ein halber Meter weit entfernt von dem Hindernis. Oder man tastet sich dann langsam ran und hat das Auto so schnell drin, dass man es einfach mal fast souveräner bewegt als einen normalen Pkw, weil du hast eine Übersicht. Du siehst über alle Autos drüber, du bist schon über einen Unfall im Klaren, der weit, weit vor dir passiert, weil du es nicht erst, weil du nicht die Front, also das Heck des vor dir fahrenden Autos immer im Fokus hast, sondern du guckst da über den drüber. Du siehst ja, was 5 bis 10 Autos vor dir passiert und kannst schon viel eher die Bremse betätigen, als das einer ist, der erst dann sieht, dass irgendwas passiert, wenn der Vordermann bremst. Das macht so einen hohen Pickup-Truck auch aus, finde ich. Und die Übersicht allgemein, wenn man von oben auf die Sachen runter guckt, ist ja weitaus besser, als wenn man so nah am Asphalt sitzt. Also hat man da ein Handling, was, finde ich, schwer mit irgendwas vergleichbar ist. Der Innenraum ist so groß, die hinteren Sitze, man hat 3 Sitze mit massig Beinfreiheit hinten, das findet man in fast keinem anderen Auto. Man hat 2 Handschuhfächer, eine riesengroße Box unter der Mittelarmlehne drunter und Abstellmöglichkeiten, alles. Also so ein Ram ist wirklich wie so eine zweite Wohnung. Du kriegst alles mit, du hast hinten Ladefläche, wenn du in den Gartenmarkt fährst, kannst du deine Blumen hinten draufstellen und alles mögliche, Mountainbiken, wenn es mal freizeittechnisch irgendwie rausgeht. Man kann damit verreisen, es ist wirklich schön. Und wenn ihr jetzt von dem Thema auch angetan seid und dann Interesse dran habt, dann kommt doch mal vorbei oder nehmt ein Telefonhörer in die Hand, ruft uns an, schreibt uns eine Mail mit euren Fragen und Anregungen und dann freuen wir uns drauf, das alles zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.